Zeitverwendung oder Zeitverschwendung. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Mit diesen Worten wendet sich Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Weiter schreibt er in Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 15 und 16 folgendes: Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Die Zeit ist ein kostbares Gut, welches weder mehr noch ersetzbar werden kann. Und weil es so ist, wollen wir die uns gegebene Zeit sinnvoll verwenden. Wollen wir die Zeit als eine sehr wichtige Ressource betrachten. Wollen wir Prioritäten setzen, die uns ermöglichen, dass wir zuerst das Wichtigste tun. Und wir wollen Ziele setzen und dabei prüfen, wofür wir unsere Zeit verwenden. Mit wem oder mit welchen Aufgaben verbringe ich die Zeit und wie viel? Ein bekanntes Zitat uns allen, ich weiß nicht, von wem das stammt: Wer selbst kein Ziel hat, arbeitet automatisch für die Ziele anderer. Also setze eigene Ziele. Paulus fordert uns auf: Verhaltet euch klug. Zeit ist eine Gabe des Herrn an uns Menschen. Deshalb sollen sie nicht verschwendet werden, sondern verwendet werden. Die Zeit kann man auch nicht totschlagen. Liebe Freunde, das Gegenteil passiert. Die Zeit schlägt um mich tot. Macht das bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Wenn ein Mensch älter wird, erscheint ihm früh so aus, als würde die Uhren schneller ticken, die Stunden, die Tage und Jahre scheinen immer schneller durch die Finger zu rinnen. Investiere Zeit in deine persönliche Entwicklung. Das gilt für jede Phase unseres Lebens. Es ist egal, ob du 16 oder 60 bist. Es lohnt sich, zu jedem Zeitpunkt damit zu beginnen. Du kannst nur das anderen entgegenbringen, was du dir selbst entgegenbringst. Und wir wollen den Menschen Zeit schenken und sie beschenken. Wir können unser persönliches Wachstum mit dem Wachstum eines Baumes vergleichen. Alles beginnt mit einem kleinen Samen und kann zu einem großen Baum werden. Und so sagte Theodore Fontane: Bäume wissen es längst. Je mehr sie wachsen, desto mehr Licht bekommen sie. Nutze die Zeit, die gegeben worden ist. Genieße die Zeit des Lebens, was dir gegeben, geschenkt worden ist. Wenn ich mein Leben anschaue, vergleiche das mit einer Sanduhr. Und ich sage, jeder Mensch, der meine Zeit beansprucht, sage ich, in meiner Sanduhr wird immer weniger Sand. Deswegen genieße ich diese Sandkörner in meiner Sanduhr, die noch da sind, um die Zeit richtig anzuwenden.